Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wir sind Robert und Corinna von dem Kanal Robert und Corinna. Und wie ihr das vielleicht in der Vorschau schon gesehen habt, wir sind wieder unterwegs. Wir stehen jetzt hier gerade noch vor diesem wunderschönen Weihnachtsbaum. Und in wenigen Stunden, also knapp 1,5 Stunden, ist es dann für uns alle Mann an Bord, denn wir fahren jetzt nach Norwegen. Stavanger. Verflucht und gesegnet sei Black Friday. Die Meinungen spalten sich ja sehr darüber, aber wir haben tatsächlich ein richtig geiles Schnäppchen gemacht. Und zwar hat Fjord Line die Aktion gehabt, sie schenken Überfahrt und Kabine und man kann, muss nicht Essen dazu buchen, man kann aber auch quasi völlig umsonst einmal nach Norwegen fahren, von Hirtshals aus. Und dann haben wir gesagt, das machen wir doch mal, ne? Warum nicht? Einfach mal schnell so ein bisschen raus. Leider, leider, ich weiß auch nicht, was los ist, haben wir tatsächlich mal Regenwetter erwischt, also... Kann nicht immer Glück haben. Aber es hat ja immer das einen Grund und aber es regnet wahrscheinlich heute, weil morgen gutes Wetter ist. Wer weiß, vielleicht ist in Norwegen Regen ja auch dann Schnee. Mal abwarten. Für uns heißt es jetzt erst einmal Check-in. Auto haben wir direkt hier am Terminal abgestellt. Umsonst. Richtig cool. Genau. Jetzt heißt es einchecken und abwarten, dass wir aufs Schiff dürfen. Und dann geht's weiter. Genau. Wir sind da. Rein? Oh nein, es gibt nur ein Bett, Herr Robert. Oh, da ist eine Bank. Wir können bis zu 4 Leute schlafen. Das muss man sich mal überlegen. Du kannst auch oben schlafen. Klapp mal runter. Zu Anschauungszwecken. Ich muss erstmal meinen Rucksack absetzen. Nein. Oh nein, das mit dem Schirm hier. Total gefährlich. Da hätte sie mich vorhin fast mit erwischt. Da bin ich. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben nämlich auch Essen dazu gebucht. Ein schönes Weihnachtsbuffet. Und das geht in einer halben Stunde los. Wir müssen das Badezimmer noch zeigen. Oh guck mal, wir haben sogar einen Fernseher. Herzlich willkommen in unserer Kabine. Wir sind hier auf Fjord Line, immer noch. Und wir haben eine Kabine auf Deck 9. Das ist anscheinend eine 4-Mann-Kabine. Innenkabine. Haben wir umsonst bekommen? Sagen wir nicht nö, ne? Und ich meine, bei dem Ausblick sieht es ja fast aus, als ob wie außen, ne? Die Sonne scheint sogar. Das sieht schöner aus wie in echt. Weil die Sonne scheint ja nicht. Jetzt sowieso nicht und morgen wahrscheinlich auch nicht. Jetzt aber sollen wir das Badezimmer sehen. Und wenn ihr denkt, die Kabine ist klein, dann schaut mal in das Bad hinein. Ist doch gut, das reicht doch. Ist doch alles da, was man braucht. Und jetzt? Jetzt kommt das, da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Ich liebe dieses Geräusch. Denn dann ist Urlaub. Jetzt guckt euch mal diese hübsche Maus an. Ja, danke. Ich meine, wenn schon Weihnachtsbuffet ist, muss man sich doch auch festlich anziehen, oder? Du siehst selber schon aus wie Weihnachtsgeschenk mit deiner Schleife da. Und wenn du Artist bist, darfst du es nachher auspacken. Oh, ich freue mich auf jeden Fall jetzt erstmal auf ein schönes Abendessen und dann später auf das Geschenk. Guten Appetit. Geil. Ich werde mal reisekrank. Ich muss sie nehmen. Jetzt weiß ich ganz genau, dass ich in einer Stunde grün im Gesicht bin. Und so sieht der erste Gang aus. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit, mein Schatz. Das war schon mal ganz lecker und jetzt Gang Nummer 2. Hau rein. Gang Nummer 3. Eieiei. Und Gang Nummer 3. Das ist Frukost. Ja, das sah so lecker bei dir aus, da muss ich doch noch mal schnell zum Nachtischbuffet. Aber du hast kein Eis, möchtest du? Na, satt geworden? Ja, das war doch sehr lecker. Na, Ziege, bist du jetzt wohl satt? Wovon soll ich denn satt sein? Ich sprang nur Gräbelein. Wir waren da eben ganz kurz in diesem Shop drin, ganz kurz das Video gemacht. Jetzt müssen wir einmal erstmal kurz gucken, dann will sie sich umziehen. Und dann ist sie im Shopping-Fieber. Dann will sie ja gleich wieder hin. Die haben nämlich Thomas Sabo irgendwie was Falsches zugeschickt bekommen und jetzt verkaufen die das günstiger. Ist sie können es nicht zurückschicken und sie dürfen es nicht für den Originalpreis verkaufen. Und jetzt gibt es ja Armbänder, Ketten, egal was, Anhänger, egal was, für 11 Euro das Stück. Ich werde auf jeden Fall zuschlagen. Also genau deswegen kurze Pause und dann geht's gleich wieder zurück in den Shop. Bibbidi babbidi buff. Und schon ist sie umgezogen. Ja, also ich wäre ja gerne in meinen Schuhen geblieben, aber das Schiff schwankt so sehr, dass das schon fast schwierig wird. Also es ist ja sowieso schon schwierig für manche in solchen Schuhen die Balance zu halten. Aber wenn dann noch das Schiff wackelt, dann kannst du dich noch nicht mal barfuß auf den Füßen halten. Ja, das Essen war echt lecker, aber mir macht der Seegang ein bisschen zu schaffen, muss ich sagen. Aber noch geht's und jetzt will hier Corinna ja auch erstmal shoppen. Schnell shoppen. Habe ich ihr versprochen, dass sie noch mitkommen. Ich nehme nämlich eine ganz besondere Rolle bei ein. Ich bezahle. Echt? Oh, das ist aber lieb. Es schwankt. Auch das haben die voll hübsch gemacht, ne? Ja. Haben sie echt was einfallen lassen hier. Zeig doch mal, was du dir alles gekauft hast. Oh, das ist jetzt alles eingepackt. Also die Ketten, die wir ja eben schon bewundert haben. Beziehungsweise, was ich dir gekauft habe. Das war ja ein Geschenk. Echt? Oh, danke schön. So bin ich zu dir. Und wie bist du? Zu mir? Ich habe die Reise bezahlt. Von meinem Geld. Also, da haben wir einmal diese zwei wunderschönen Ketten. Die glitzert so toll. Also nicht nur der Anhänger, sondern die Kette an sich. Sehr filigran. Diese, vor allen Dingen diese auch hier. Sehr schön. Mit so einem kleinen Glitzeranhänger. Relativ kurz. Finde ich auch mal schön. Warte, ich zeig's nochmal. Ach, schaukelt hier ein bisschen. Ja, so. Ach, das, ich krieg das gar nicht richtig gedreht. So. Sehr filigran, finde ich schön. Und dann habe ich mir noch Anhänger gegönnt. Ich habe ja schon ganz lange ein Armband von Thomas Sabo, aber ich habe mir nie Anhänger gekauft, weil ich nie wusste was. Jetzt habe ich mal eine Lotusblume gekauft, weil gibt doch nichts Passenderes jetzt zu malen, seitdem ich Yoga mache. Dazu einen schönen Kristall, ein Schiff, worüber wir nicht so oft auf Kreuzfahrt sind. Und heute sind wir auch mit dem Schiff unterwegs, kann auch daran erinnern. Ja. Und nochmal einen Anhänger, um dann, also für Ketten, ne? Dass du dann Thomas Sabo Anhänger an Ketten tragen kannst. Habe ich voll zugeschlagen. Und für alles, also pro Stück habe ich 11 Euro bezahlt. Und weil ich jetzt in Shopping-Stimmung bin, jumpen wir nochmal schnell in den Tax-Free-Shop. Ein Weihnachtsbier. Ein Julebier. Ja. Diese gibt es eigentlich auch mit Ketchup-Geschmack, ne? Wenn du die entdeckst, kaufen wir die. Ihr seht schon, er schaukelt ordentlich. Nein, nein, nein. Michelle Nummer 5. Chanel Nummer 5. Ich kann die Schaukelei nicht ab. Das ist nichts für den Robby. Und noch ein bisschen davon. Corinna, das will... Dann läuft sie schon weg. Lauf doch nicht weg! Was hast du da? Sag mal. Ich bin wenigstens noch so nett und nehme Parfüm, was gut riecht. Einzeln riechen die auch nicht gut, aber alles zusammen, Corinna, das ergibt die richtige Note. Wenn ich richtig mies bin, dann sprühe ich dich damit jetzt noch ein. Ich hasse schon Broketee. Sag mal. Nein. Ja. Ich wollte nur mal gucken. Ey. Du musst mit mir in einer Kabine schlafen, ne? Oh. Halt nicht zu doll, sonst kriegt er Schnupfen. Das ist nicht Pinocchio. Hast du was mit deinem Näschen? Hübsch hier, ne? Ja, jetzt saßen wir auch schon mal. Ja, Leute, schon liegen wir nachher Papaya. Wir schlafen getrennt, wie sich das gehört. Wir haben hier den Gang zwischen uns. Ja, morgen früh wird ein anstrengender Tag. Es geht auch früh los, deswegen gehen wir jetzt früh schlafen. Wir sehen uns morgen früh, Leute.